Ich habe Teil 2 Prinzen der Nacht gelesen. Diese Geschichte ist ja praktisch der erste Band aus Moos-Sicht gesehen. Und ich muss so sagen, es ist überhaupt nicht langweilig. Glaubt nicht, es wäre wirklich die komplett gleiche Geschichte. Vielleicht nicht mal ein Viertel ist ja das gleiche, klar. Wenn er und sie das gleiche erleben. Aber sonst ist alles, was Mo denkt, Mo fühlt, Mo macht und so, ist hier drin. Und ich muss sagen, das verhält sich wie diese Reklambücher. Die gelben Bücher sind die Geschichte und dann gibt es die philosophische Aufklärung oder diese anderen Büchle, die genauer beschreiben, was derjenige damit meinte. Die sind so orange-rot, meine ich. Und da muss man sich vorstellen, dass Teil 1 das gelbe Buch ist und Teil 2 das rote. Einige Fragen oder ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr zum ersten Buch, werden hier gelüftet. Man versteht die Geschichte viel besser und es ist echt ein bisschen komplexer und schwieriger. Und ich verstehe auch, warum Mo dann jetzt so gehandelt hat im ersten Teil, wie er gehandelt hat. Ihm blieb echt keine andere Wahl. Prinzen der Nacht, Lily M. Love, empfehle ich nur. Kauft euch die Reihe. Es soll ja 6 Bände geben, das steht hier. Ja, einfach klasse, die Geschichte, klasse. Ich liebe sie. Ich will jetzt hier nicht viel spoilern, auch wenn es im Grunde der erste Teil ist, aber er erlebt doch viel mehr. Also, was er in der Zeit gemacht hat. An das Ende weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist es so gewesen im ersten Teil oder nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ich denke, es reicht als Rezension, dass hier Fragen beantwortet werden vom ersten Teil und dass es einfach hammermäßig ist, das zweite Buch. Hammermäßig. Ich finde, es hat noch eine Steigerung. Aber das erste war auch schon richtig geil. Bis dann, tschüss!